Bodden, Hechtangeln und heute sind wir im Auftrag der Wissenschaft unterwegs. Und zwar geht es um die Frage, was fängt besser, Softbait oder Hardbait? Timo und ich bilden jeweils ein Team. Und jetzt müssen wir erstmal ziehen, wer welches Team bildet. Ne? Ich hänge schon fest hinten. Oha. Dann drehe ich mich nochmal um, mach die Augen zu. Gut, ziehen nochmal gleich. Mach doch mein schönes Seil kaputt, ich fasse es nicht. Nachdem der erste Hänger gelöst ist, muss ich jetzt ziehen. Ich würde mal mich für die Schulter entscheiden. Dann hast du die Softbait, weiche Welle. Juhu. Ich fische Hardbait und in mein Team kommt Krischi, Spitzname George Foreman, wegen der zierlichen Figur The Lean Mean Fang Machine. Team Weichei hat keine Chance. Aber seine Freude ist berechtigt. Gestern haben wir gehört, dass die nur auf Hardbait gefangen haben. Deswegen, schauen wir mal. Team Weichei ist am Start. Was geht los? Genau. Team Weichei ist hier, hat sich die Waffen schon parat gelegt. Ja, schön, Timo, dass wir zusammen im Team sind. Aber er ist das erste Mal am Bottener Fest. Genau, das für mich die erste Tour. Sehr gute Chance für uns. Ne? Genau. Und Matze, hast du einen guten Köder ausgesucht. Der genau, sieht gut aus. Der Pickshed in Hot Pike. Ne? Und Matze, wofür hast du dich entschieden? Also ich habe mir hier so einen Twindler. Der hat in letzter Zeit recht gut gefangen. Dann noch einen Zwanzonga und einen Pickshed. Kann mich noch nicht ganz entscheiden. Oder doch der Gator. Der dunkle Köder hat jetzt auch mir viele Bisse gebracht. Der hat auch ganz schön gut zerhämmert. Ja. Ist natürlich schon eine große Nummer. Ich werde wahrscheinlich mit dem Zwindler anfangen. Aber auf jeden Fall eine grelle Farbe. Erstmal. Genau, wir haben jetzt hier ein Stück gefahren. Auflandisches Wetter. Also die Welle läuft uns hier auf die Kante drauf. Das Wasser ist angetrübt. Und da ist so ein bedecktes Wetter. Und da ist so eine etwas schockigere Farbe, denke ich, eine gute Wahl. Ne? Machst dir zwei Drillinge drunter. Genau, Shallow Screw. Und dann zeigen wir es den sogenannten Hartangler. Ne? Mal sehen. Wie Holzköpfen. Wir sehen, wie hart die Holzköpfe sind. Genau. Attacke! Team Weichei geht die Sache absolut untaktisch an. Wir sind da schlauer. Erzähl mal, Krischi, was fischst du? Ja, ich versuche mal ein Wasser. Ne, war in letzter Zeit immer ganz, ganz fängig gewesen. Ein bisschen mit was Orangen dran und so. Das hat ganz gut gezündet. Ich probiere das auf jeden Fall mal, die Nummer größer. Sehr gut. Ihr seht, das ist eine ganz schöne Portion. Ich dagegen nehme ganz klein hier den Westin Swim. Der hat außerdem den Vorteil, dass ich den bis zum Horizont feuern kann. Und während Team Weichei also noch hier im Nahbereich ums Boot rumpitschert, fische ich draußen die Hechte an, die noch gar nicht gesehen haben. Attacke! Mein Teampartner hat sofort los zugeschlagen. Zweiter Wurf, oder? Erster. Super! 1 zu 0. Kam weit draußen der Biss? Ja. Jawohl. Ja, das geht doch mal gut los. Petri, mein Lieber. Petri, dank. Ist kalt, Timo? War ein bisschen. Wenn wir mit der Baitcaster fischen, werden wir die Hände natürlich nasser, ne? Als die Jungs mit der stationär wollen. Und war das mit was sagst du, Krischi? Ich sag, wie war das mit Weichei? Aber mir frieren die Finger auf. Nee, nee. Abgerutscht. Schade, hätte klappen können. Schon aufgegeben, was? Oder was ist hier los? Energie kam. Auch nicht beladen, immer wichtig. Schmeckt uns nicht. Weil ich nur Brötchen esse, ne? Eigentlich ist das Brötchen nur Mittel zum Zweck. Ich
natürlich. Team Holzklopf hat wieder, Holzkopf hat wieder zugeschlagen. Kleiner Köder. Kleiner Fisch, aber Größe können wir uns ja nicht aussuchen. 2:0 für Hardbait. Fisch Nummer 3 für die Holzköpfe. Ja. Yeah! Fischi. Yeah! Fisch. Nächster Fisch. Läuft, würde ich sagen. Matze kommt kaum zum Angeln. Ich habe jetzt Gocke im Wurf gemacht. Musste mein Brötchen essen. Ah, schmeckt ganz gut hier, der Kollege. Na komm. So, wieder die Liga, also mit den Hardbaits läuft, ganz weit draußen gebissen, so wie ich es mir überlegt hatte, wir driften in die Richtung und hat funktioniert. So, wir sind jetzt hier beim Bottenhecht-Projekt vom Arlinghaus und deswegen erfassen wir die Länge des Fisches, der hat jetzt hier 61 cm, dann das Geschlecht. Das ist in Männchen. Ich zeige euch nachher nochmal den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Hecht. Das ist jetzt für das fachkundige Auge, weil ich mich auch erstmal dran gewöhnen müsste, ein männlicher Fisch. Und dann noch den Köder, auf den wir ihn gefangen haben, also ein Jerkbait, Wassertiefe. Und das schreibe ich hier alles auf dem Auswertebogen. Und da ist das dann erfasst. Und das sorgt dann hoffentlich dafür, dass wir so eine Bestandsabschätzung machen, die Wissenschaftler dann damit. Und dann schauen, wie der Hechtbestand ist, wie, welche Wachstumsraten sie haben und so weiter. Gibt es später noch Besenderungsprojekte und es sollen auch Markierungsprojekte folgen. 4 Jahre das Projekt, deswegen sind wir gespannt, was dabei rauskommt. 61 männlich. Also nicht nur die Wissenschaft von wegen Hard Softbait, sondern auch noch hier so ein bisschen Geplänkel nebenher, die nicht ganz so wichtigen Sachen wie Bottenhecht-Projekt und so weiter. Nein, natürlich Spaß. Das ist seriöse Wissenschaft, das andere ist ja Fun. Aber guter Fun. 4:0 für Team Erfolg. Unterscheidung beim Hecht zwischen männlichen Fisch und weiblichen Fisch. Also bei männlichen Fischen sieht man diese beiden Körperöffnungen, sind besser getrennt, scharfkantige Abtrennung und die Genitalöffnung ist wie so ein kleiner Strich beim Männchen und beim Weibchen ist das ein gefaltetes Gewebe. Fisch, und Fisch, Fisch, schon Fisch. Also mit deinem Hardbait, das hast du gewonnen. Ja. Haken rüber, hier rüber. Aber mein ganz ein kleiner. Das hatte ich das letzte Mal probiert, die kleinen Fische. Die Diskussion arten hier gerade etwas aus. Wir sind uns nicht wirklich schlüssig, ob das ein Hardbait oder ein Softbait ist. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Es geht um... Ja. Also ich würde eindeutig sagen Hardbait. Euch? Ah, Sie sehen das anders, ne? Ganz 100% Softbait, oder was meint ihr? Ist doch logisch. Ist doch kein Hardbait. Fischi, bei 5:0 können wir mal ein bisschen großzügig sein. Was meinst du? Ich denke auch. Okay. Dann packen wir ihn wieder weg. Wir haben einiges aufzuholen jetzt. Jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Gedecktere Farben haben wir jetzt gewählt. Schauen wir mal. Aber ist auf jeden Fall schon relativ eindeutig. 5:0. Nicht so ein optimaler Start fürs Team Weichei. Liegt aber auch nicht fischen nur, wir hart durch. Liegt also nicht nur am Köder, Timo. Das lasse ich mal unkommentiert. Kurbelst aber auch extrem schnell. Herr Baumann weiß schon, seine Gegner zu verunsichern. Ja, die Jerks, die versuche ich momentan
relativ langsam zu kurbeln. Eigentlich aber auch mehr über die Rolle, gar nicht so großartig mit der Rute schlagen, dazu ich sag mal, so einen softeren Lauf kriegen. Ja, also es scheint ja auch zu funktionieren. Also jetzt nicht wie Sommer oder so, dass die auf dieser Zackige stehen, eigentlich mehr dieses langsame links-rechts, walk the dog halt. Also bedingt mit der Route ein bisschen unterstützen den Köder, aber eigentlich mehr oder weniger bloß über die Rolle. Und lässt du gar nicht so lange stehen, ne? Nee. Wenn das Wasser tiefer ist, ja, aber jetzt, wenn das Wasser flacher ist. So, man kann ja nicht in den Angelladen gehen, ohne irgendwie neue Köder wieder zu haben. Man hat ja noch nichts, ne? Die Boxen sind voll und trotzdem verliebt man sich spontan. Und das war jetzt hier von Savage Gear irgendwie ein neuer Köder. Riecht auch noch so ein bisschen nach Jägermeister-Aroma. Vielleicht gefällt den Fischen das ja. Wobei ich jetzt gucken muss, dass wir einen Bonus kriegen für einen größeren Fisch. Weil gegen den kleinen Westin-Jerk werde ich natürlich stückzahlmäßig mit ihm keine Chance haben. Ja, aber immer schon die Ausreden gleich mitliefern. Naja, so ist es. Ja, Führung ist also auswerfen und dann tue ich in verschiedenen Geschwindigkeiten einkurbeln. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, aber im Großen und Ganzen wie ein Swimbait geführt. Ja. Das ist ja auch ein Swimbait. Klugscheißer da hinten unter der Kamera. Mann, Mann, Mann. Ist ein Swimbait und deswegen führt man halt auch wie ein Swimbait, ja, Georg. Was soll ich da sagen? Was soll ich da noch dazu sagen? Du bist ein Fuchs, Matze. Ja, Georg. Ach nee. Aber jetzt gibt es hier gleich einen Einschlag und dann lacht hier keiner mehr mit euren 50er-Gräten da. Fangmaschine? Natürlich! Zumindest was die kleine Fraktion angeht. Aber es ist ja immer so, dass die nichts fangen, die legen sich das ja immer zurecht dann. Sehr schön. Wieder ganz weit draußen gebissen. Was ist jetzt? So, da kommt er schon. Georg, das ist wieder deine Fraktion. Na ja, du musst doch erst mal fangen. Ja, genau. Biss, ich habe noch nicht mal einen Biss gehabt. Biss verwerten und so weiter. Gehört alles dazu. So, da kommt er. Es läuft! Hervorragend! Dieser Köder ist eine Waffe. Du brauchst einen Waffenschein für. Hast du doch. Ja, hab ich. Oh. Er fängt auch Handschuhe, wenn es gerne. So, Georg, wir messen mal für die Statistik. Moment. Ein Georg am Handschuh und ein Hecht. So, haben wir die 60 gerissen? Oh ja, haben wir. 61. Georg. Und, was sagen wir? Ich habe es nicht aufgepasst. Was würdest du sagen? Weibchen. Weibchen hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das sieht mir ausgefranst aus. Na, Herr Baumann ist wieder am Drillen. Ja, läuft wie geschnitten Brot. Mit Jerkbaits. Ja, mit Jerkbait. Also die wollen sie heute definitiv haben. Nummer 4 von mir, Nummer 7 von Team Holzkopf. Da ist der Fisch. Hübsch gezeichnet. Ja, sehr schön. Läuft wie's Brezelbacken. Freue ich mich. Ja, Petri, Dank allerseits. 13 Uhr und allmählich droht die Meuterei. Was ist los, Timo? Ja, die Gummis laufen heute nicht. Die gucken sie sich nur an, halten nur kurz einmal den Schwanz fest. Noch einmal war das. Ja, 7-0, muss ich eingestehen. 7-0! Extrem kurzweilige Angelei, aber offensichtlich Gummi läuft eben heute nicht und jetzt ist freie Köderwahl, damit hier Team Weicher auch nochmal zum Fisch kommt. Attacke!
Hier, der Westin Swim ist heute tatsächlich der Erfolgsköder. Hat man selten so, dass ein Köder so herausragt. Einmal ganz kurz zur Führung. Wer Anglerboard TV regelmäßig guckt, kennt es ja schon. Einer der großen Vorteile, das Ding fliegt bis zum Horizont. Kurz bevor er auftrifft, kurz abstoppen. Der Köder streckt sich. Und dann könnt ihr den entweder einkurbeln langsam. Funktioniert, dann kommt er so in Schlangenlinien auf euch zu. Oder das, was ich am liebsten mache, 2-3 Kurbelumdrehungen stehen lassen. 2-3 Kurbelumdrehungen stehen lassen und so einfach ranführen. Den gibt es in 2 Varianten, einmal Suspending, einmal sinkend. Bei den Wassertiefen, wo wir heute fischen, ist die Suspending-Variante schön. Den könnt ihr wirklich auf 20-30 cm führen und dann soll das mit den Fischen klappen. Timo angelt doch mit. Ja, und mit Gummi. Hurra. Entschneidert. Da hat auch auf jeden Fall auch schon mal einer Hunger. Weil der hier hat ein paar Macken. Oh ja, bist schon. Petri, mein Lieber. Bedankt. Sehr cool. Yay. Yay. Ja, so sehen Hände aus beim Hechtangeln, ne? Aber es ist so kalt, da blutet das nicht so lange. Petri! Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Stark angefangen, dann ein bisschen nachgelassen. Was sagt ihr dazu? Ja, war doch ein super Angeltag. Team Holzkopf hat's gerockt. Timo hat am Schluss noch die Ehre für die Gummifische gerettet. Einer kam noch. Wir sehen uns demnächst hier auf Anglerboard TV. Wenn es euch gefallen hat, alle Register ziehen, Abo drücken, Likes drücken, kommentieren, teilen. Und ja, Abo hast du gesagt. Abo habe ich schon gesagt. Ganz herzlichen Dank an die Jungs von Team Boddenangeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.